Eho, Schatzi hat schon die Winterbepflanzung angebracht. So mit Zierkohl und ja, keine Ahnung, wie die Pflanzen heißen. Und jetzt hoffen wir mal, dass die den Winter durchstehen. Und dadurch habe ich heute so richtig Bock, was mit Kohl zu machen. Und deswegen mache ich heute einen Filettopf mit Kohl und Kartoffeln. Ganz genau. An Kohl habe ich bloß so einen klitzekleinen Spitzkohl eingekauft, weil zu viel Kohl im Essen, ja, da könnte ich wieder Gemüse am Kopf kriegen und nee, das will ich heute nicht. Aber wir gehen jetzt rein, schnibbeln alles klein und dann sehen wir uns in der Grillkota, wo ich es zubereite. Da habe ich heute richtig Bock drauf. Tja Leute, warum habe ich bei diesem Gericht Filet zuerst genannt? Na ganz einfach, es wird sehr filetlastig. Ich habe zwei Filets, die schneide ich jetzt klein, tue sie würzen mit Salz, Pfeffer und Paprika. Ja, was haben wir dann noch? Wir haben an Bacon wieder mal ein Tomatenmark, dann diesen Spitzkohl, der wird nachher eh noch kleiner werden, wenn der Strunk weg ist, die äußeren Blätter weg. Dann habe ich hier noch, ja, ich sage mal, die Reste vom letzten Mal. Ich denke, die werden ja ziemlich komplett mit reinwandern, dass sie weg sind. Ein paar mehlig kochende Kartoffeln habe ich heute genommen und wieder eine Gemüsebrühe. Ja, ich schneide das jetzt alles soweit klein, tue das mir in Schüsseln und danach zeige ich euch noch, wie ich das Fleisch würze. Und danach dann, wenn es komplett geschnitten ist, ganz einfach, ich lege mal los. Und bevor jetzt gejammert wird, ich zeige zu wenig, das Filet schneide ich einmal der Länge nach durch. Und dann einfach, tja, so stückleweise runter, dass wir einfach ja, solche Würfelchen haben und ja, ganz genau, gut ist. Und dann natürlich in die Schüssel und danach tun wir es gleich würzen. So, Filet schnippeln ging ruckzuck. Und hier kommt jetzt einfach Salz, Pfeffer und Paprika rein. Frei nach Gefühl. Und rein theoretisch brauchen wir ja eh keine andere Würze mehr. Darum kann man hier jetzt ein bisschen, ja, reichlich würzen. So, und dieses Mal brauche ich nicht mehr nachwürzen, das Fleisch. Ich denke, das reicht so. Fleisch soweit fertig. Dann schnibbel ich jetzt noch den Kohl, das Gemüse, Kartoffeln und dann sind wir soweit schon hier fertig. Mann, 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 ich kann nicht anders als die Cam drauf halten. Ich habe immer das Gefühl, ich zeige euch sonst zu wenig. Spitzkohl, den Strunk raus, geviertelt und ja, jetzt schneide ich den einfach so runter, tue den in die Schüssel und dann ist der auch schon fertig, um mit hinauszunehmen. Man kann natürlich auch von hinten anfangen. Soll ja auch ganz lustig sein. So. Fertig ist der Kohl. Und jetzt noch das restliche Gemüse und die Kartoffeln. Aber das ja, mache ich jetzt wirklich alleine schnell. An Kartoffeln sollen uns die paar reichen. Gemüse klein gehäckselt. Alles Handarbeit und ja, klein bisschen größer mache ich jetzt die Kartoffelstückchen und dann können wir endlich rausgehen. Tja Leute, und mit dem FT6, für den ich mich heute entschieden habe, habe ich einen von meinen Müffeltöpfen erwischt. Der ist jetzt auch schon wieder ziemlich lang gestanden, sprich ich lasse hier ein warmes Wasser rein, ich tue den einmal schnell ausschrubbeln. Und dann sollte er schon wieder einsatzbereit sein, wenn dann das Müffelige eigentlich schon wieder weg ist. Und dasselbe machen wir natürlich mit dem Deckel auch einmal.
abtrocknen mit Küchenpapier und dann raus in die Grillkota, wo schon die ganzen restlichen Sachen stehen und die Kohlen schon anfeuern. Attacke, Leute! Schwupps, sind wir schon wieder hier herin. Topf, Kohlen, drei nach alles aufgestellt. Zuerst der Bacon, dann das Fleisch, dann Gemüse mit dem Tomatenmark und zum Schluss dann der Kohl. Heißt wieder anbraten, anbrutzeln, raus aus dem Topf und ja, die übliche Geschichte. Aber das zeige ich euch jetzt. Ja, was zum Trinken, da hinten noch das Besteckzeug, was wir brauchen, und mein Handy, dass ich nebenbei Filme gucken kann. Ich gehe jetzt erstmal nochmal Hände waschen. Den Topf habe ich jetzt schon mal draufgestellt, inklusive Deckel, dass es warm wird, dass es noch gescheit abtrocknet. Ja, und bis ich wieder da bin, hoffe ich doch, dass der Topf warm genug ist, dass wir anfangen können. Einsam und verlassen ist ein Bacon-Flöckchen da drin. Flöckchen, Bröckchen. Ja, ich schmeiße jetzt einfach den restlichen Bacon schon mit rein. Das wird dann schon warm werden, heiß werden. Ja, ja, ein bisschen zischt es ja schon. Öl habe ich natürlich auch wieder mit hinzu. Ausreichend, weil wir braten ja da drin, danach dann gleich unser Fleisch an. So, Freunde, ihr seht es, ich habe den Bacon Cam drehen, Display drehen, schon herausgeholt. Mhm. Schmeckt lecker. Ja, und jetzt kommt das, was ich vorher gesagt habe. Wir tun das Fleisch schön anbrutzeln, ringsrum, und danach können wir es dann auch schon wieder rausholen. Mache ich jetzt auch in zwei Ladungen. Ja, und wenn wir solche herrlichen Röstaromen erreicht haben, können wir es rausholen und die zweite Ladung mit reintun. Schaut das nicht schon lecker aus? Na, so sieht man es, jawohl. Gut, Licht ist jetzt ein bisschen mager. Zweite Ladung und dann ja, wieder rausholen und danach geht es dann auch schon mit dem Gemüse weiter, Leute. Rein jetzt mit dir. Und ich hole euch dann wieder ja, zum Gemüse dazu, wie immer. Wir wollen ja nichts auslassen hier. Jo, und in diese Bacon- und Fleischaromen kommt jetzt erst einmal ordentlicher Spuz Tomatenmark rein. Ja, nachher noch mal eine kleine Ladung. Ich denke, das Gemüse brutzeln wir auch auf zweimal an. Mehr oder weniger einmal die Kartoffeln und ja, einmal das restliche Gemüse. Je nachdem, wie wir es jetzt erwischen. Eventuell, wenn nötig, noch ein bisschen Öl nach. Ich glaube, ich fische jetzt wirklich die ganzen Kartoffeln hier raus. Laufen wieder raus. Na gut, die Möhrchen dürfen jetzt da drin bleiben. Dann tun wir das schön unterrühren, dass man es gleich ordentlich mit dem Tomatenmark verbindet.
Und dann tun wir das Ganze einfach noch auch ein paar Minütchen anschmoren lassen, anbrutzeln lassen, bevor wir es wieder aus dem Topf raus tun. Ja, und das restliche Gemüse reinkippen. Ach so, ja, kennen wir jetzt schon wieder. Wie gesagt, ich schaue nebenbei YouTube-Videos an. Würde mal ganz schlichtweg behaupten, die Kartoffeln reichen mir so. Die hole ich jetzt natürlich wieder heraus. Und dann können wir das komplette restliche Gemüse da reinfeuern. Vielleicht noch. Schauen wir mal, ob noch ein Tomatenmark dazu kommt. Ah ja, ich glaube, ein bisschen können wir noch rein tun. Die schmeckt so lecker. Direkt mit in das Gemüse, ein bisschen Petersilie ist auch noch mit drin. Dann kommt noch ein bisschen Öl dazu. Oh, Hilfe, öllastig. Mir egal, schmecken muss es. Und dann schmoren wir das Gemüse auch noch mal ordentlich an, bevor wir das auch noch mal herausholen. Weil, wie gesagt, der Kohl ist dann die letzte Runde und nach der wird nichts mehr aus dem Topf geholt. Da wird dann bloß wieder reingekippt. Na? Mei, jetzt muss ich doch mal aufstehen. Schön sauber verteilen. Vor sich her schmorgeln lassen. Eieieiei, so langsam läuft mir hier die Zeit wieder davon. Gemüse wieder raus. Wenn da jetzt ein paar kleine Reste drin bleiben, ist das auch nicht schlimm. Und dann gießen wir hier jetzt gleich einmal ein klein bisschen von der Brühe rein. Und dann wuchten wir unseren Kohl rein. Oh, da passt der ganze rein. Gott sei Dank habe ich ihn klein genommen. Ansonsten hätten wir jetzt portionsweise nach und nach den Kohl da rein. Wenn wir einen kleinen Topf gehabt hätten zum Beispiel. Ja, tun den dann zwischendurch ein bisschen umrühren und warten, bis der ein bisschen eingeschmuggelt ist. Man sieht es, der Kohl ist schön zusammengeschnorpelt. Das reicht soweit. Wir können gleich ein bisschen Flüssigkeit zugeben. Oder auch Gemüse, je nachdem wie man lustig ist. Wir hätten auch zuerst das Gemüse reintun können. Aber ich glaube, ich hole nachher noch ein bisschen Wasser. Das erscheint mir heute ein bisschen arg wenig. Dann hauen wir gleich unser Fleisch mit rein und den Bacon. Oh, der Baconsaft natürlich auch komplett mit. So, tun wir unsere restliche Brühe rein. Ja, einen Schluck Wasser brauche ich definitiv noch. Den hole ich schnell. So. Schluck Wasser drauf. Das reicht erst einmal. Jetzt hoffe ich natürlich dadurch, dass das mehlig kochende Kartoffeln sind, dass das ein klein wenig einliegt. Und man sieht schon, es ist sehr fleischlastig. Gott sei Dank. So. Und das Ganze lassen wir jetzt ganz einfach noch vor sich hin köcheln.
wie lange, entscheidet nachher, wann mein Schatz heimkommt. Aber ja, eine halbe Stunde, Stunde soll es auf alle Fälle stehen. Oh Mann, das gibt Mecker. Weil dann wird es wieder neune. Hallo mein Schatz, du bist ja auch schon da? Ja, er war ja fleißig schließlich heute. Ja. Also ich habe jetzt einmal keine Ahnung gemacht, so wie es du heute früh gewünscht hast. Okay. Willst du jetzt wirklich reingucken? Na komm. Guckst du? Gottes Wille weg. Oh, da ist Kohl drin. Aber nicht viel. Ja, also brodeln lassen. Ein bisschen. Und dann probieren wir mal, ob die Kartoffeln soweit gut sind. Wenn die Kartoffeln nämlich weich sind, dann können wir essen. Heieieiei. Nach, ja, paar 20 Minuten. Jetzt wird er heiß, mein Daumen. Rühren wir einfach mal wieder sauber durch. Probiere ich mal das Lösle. Jo, passt gut und ja, die Kartoffeln brauche ich noch gar nicht probieren. Ein bisschen Bacon mit Soße, oh, geil. Schmeckt lecker, Leute, das schmeckt lecker. Jo. Aber es braucht halt noch eine Weile. Dann kann ich weiter Video gucken. So Freunde, letzte Szene hierin. Ich werde jetzt noch mal kurz den Deckel lupfen. Und heute habe ich es echt mit der Aussprache. Noch mal umrühren, einmal die Kartoffeln probieren, wie weit die schon sind. Dann probiere ich mal ein kleineres Stück Kartoffel. Heiß ist es auf alle Fälle. Deckel kann man gleich wieder zumachen. Wenn das eh die letzte Szene hierherin ist, dann ist auch schon wurscht, wenn die Cam schief steht. Meine Kartoffel. Ein bisschen bissfest ist er noch. Und wie gesagt, der Geschmack ist gut. Aber jetzt bringe ich die Cam schon rein. Und ja, komm halt nachher dann. Jetzt haben wir es 8:30. Ja, bis um 9 lasse ich ihn stehen. Und um 9 kann man dann essen. Tada, es ist soweit. So. Der Filet-Kohl-Kartoffeltopf oder Kartoffel-Kohltopf, naja, wie ich es auch immer genannt habe. Auf alle Fälle mit viel Fleisch. Und naja, dann machen wir gleich vor der Cam das Probiererle. So Leute, und genau da haben wir es jetzt. Unseren Topf. Und ich probiere jetzt nochmal vor der Cam, dass wir dann in Ruhe essen können. Heiß ist es auf alle Fälle. Verdammt heiß. Die Kombination mit dem Kohl und so, ich finde es lecker.
Ja, sind schon ziemlich dicke Filetbrocken. Ein kleinen Tipp jetzt gleich noch, bevor jetzt jemand meckert, dass es wieder wie eine Suppe aussieht. Man kann jetzt im Teller drin mit einer Gabel die Kartoffeln ein bisschen klein drücken. Dann wird das Ganze auch noch wesentlich dicker. Und das mache ich jetzt. Schatz ist schon dabei. Und naja, guten Appetit. Aha, da geht's lang. So Leute, Fazit. Also ich persönlich fand es richtig mega lecker. Ich mag das mit dem Kraut drin, mein Schatz leider nicht so sehr. Das habe ich aber ja gewusst, habe ich ja schon gesagt. Und hören wir mal trotzdem an, ob sie ein gutes Haar in meinem Essen lässt. Schatzi? Na gut. War gut, trotzdem Kohl? Ja. War Fleisch ausreichend? Ja. Oh, die hat gar keine gute Laune, glaube ich. Naja. Wie gesagt, ich hatte Bock auf was mit Kohl. Ich fand es sehr lecker. Definitiv Nachmachempfehlung. Hervorragend. Von der Würze her war es auch optimal. Haben wir nichts mehr nachwürzen brauchen. Das mit den Kartoffeln da drin noch ein bisschen kleinmanschen. Richtig geil. Okay, Freunde, ich gehe jetzt dann über den Topf ausleeren. Dann wird der wahrscheinlich auch in die Spülmaschine wandern. Und dann werde ich morgen dann ja, mein Töpfle, mein FT6 neu einbrennen. Okay, das war's mit diesem Video. Leute, noch ein freundliches Kommentar, Daumen nach oben. Abonnenten werden ein paar mehr, auch ganz nett. Und wir sehen uns. Tschaikowski.